Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von «Du entscheidest» mit dem Kevin und mit mir. Heute haben wir einen mega kreativen und humorvollen Gast bei uns. Er ist ein richtiger Medien-Experte, Profi vor und hinter der Kamera. Er hat seine eigene Show auf SRF gehabt, hat einen riesen Instagram-Account geführt, wo er täglich tausende Menschen zum Lachen gebracht hat. Heute ist er selbstständig als Berater, Moderator, macht wichtige Aufklärungsarbeit, habe ich noch gelesen irgendwo, und ist Schauspieler. Und wenn ich mich richtig informiert habe, hat er sogar seinen ersten Award gewonnen als Best Actor. Ist das so? Hey, kann ich bitte das speichern und einfach überall abspielen, wo ich... Hey, das ist die beste Ankündigung, die ich je bekommen habe. Nein, aber noch ein herzliches Willkommen an Ramin. Danke vielmals. Schön, bist du da. Danke vielmals für die Einladung. Hey, das war jetzt gerade mega geil. Genau um das jetzt geht es. Ja, aber es ist ja Fakt, das ist ja nicht erfunden. Also, weißt du, was ich meine? Hey, danke, danke. Ja, es ist immer schön, wenn es von außen auch so gesehen wird, wie man sich eigentlich fühlt. Gell? Im Kopf hast du immer so, ich bin der, ich bin der. Selbstbild und Fremdbild. Absolut, also sehr schön gewesen. Auch von meiner Seite, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke. Zu der ersten und, ich glaube, wichtigsten Frage. Wie geht es dir? Mit dem Kaffee. Ja, der Kaffee ist ganz wichtig. Das ist eine künstlerische Pause, weißt du, schon den Kaffee. Oder? Spannung. Spannungsbogen bauen. Hey, mir geht es super. Ich bin mega entspannt, so entspannt wie seit Jahren eigentlich nicht mehr. Ich bin so in eine Richtung unterwegs, wo ich mich sehr wohl finde. Schön. Oder fühle. Und jetzt gerade noch so die ganze Weihnachtszeit, Winter, der erste Schnee und so. Schön, das ist immer schön. Es ist so, ich hasse es, wenn es mega lang kalt ist. Und nicht schneit, weil dann ist es einfach dunkel und so trist. Ja. Aber sobald es zu der ersten Schnee kommt, ist es wieder schön. Das ist er all in gekommen, und recht früh vor allem. Ja, und er hebt mega schön. Ja. Aber wir wollen jetzt nicht über den Schnee reden, wir wollen nicht über das Wetter reden. Ich habe so viele Fragen, die ich am Ramin heute stellen möchte. Und zwar, also ich kenne dich noch von Insta früher, so, ich weiß nicht, so 18, 20. Krass, Unigag. Unigag? Krass. Ja, ich habe mich vergrölt auf eurer Seite. Das war es deine mit nochmal jemandem, oder? Ja, mit dem Jul zusammen. Genau, ihn habe ich auch so toll gefunden. Dann bin ich auf SRF, was haben wir gehabt? Zwei am Morgen hat das geheißen. Wo ich gelesen habe, es hat mal als YouTube-Format angefangen. Mhm. Das habt ihr einfach so angefangen aufzusetzen und dann ist das SRF gekommen, oder wie kann man das verstehen? Nein, wir haben eigentlich während dem Studium, ich habe mit dem Jul zusammen das Gimmick gemacht und nachher sind wir im Studium noch zusammen gewesen. Und irgendwann haben wir einfach so andere Videos gesehen und Sketches gesehen. Der Bendrit ist dort, glaube ich, gerade so ein bisschen grösser geworden. Und wir haben immer gedacht, so, das könnte mir sein, wieso machen wir nichts? Und dann hat es ein Seminar gehabt von der Uni, das hat Social Media geheißen. Also, das ist, glaube ich, eine Stunde pro Woche oder so gewesen, bist du da und dann haben sie dir irgendwie Social Media und Internet erklärt. Vor wie vielen Jahren reden wir? Das war 2015, also, glaube ich. Und vor allem, wer? Es sind echt normale Lehrer gewesen, oder? Nein, ja, es ist geführt worden. Es ist, glaube ich, geführt worden von einem Assistent, der im Marketingbereich geschafft hat mit anderen Professoren. Mm. Und weil wir halt so ein bisschen faul waren und fast nie an der Uni, haben wir uns verpennt anzumelden für das Seminar. Okay. Und haben dann wie so gedacht, so, hey, scheiße, wir machen es jetzt trotzdem. Scheiße auf das Seminar und die 3 Credits, die wir nicht bekommen. Wir machen jetzt unser Zeug. Dann haben wir angefangen, Bilder und so Memes und Sketches zu machen. Und es ist so, das ist Facebook ist das damals noch gewesen. Wir waren nicht auf Instagram gewesen. Oh, ihr habt sogar bei Facebook mit dem angefangen? Ja, und innerhalb von irgendwie einer Woche oder ein paar Tagen haben wir dann 500 Follower bekommen. Und wir so, wow, 500, wir haben unsere Kollegen eingeladen, sind in das Rest, wir so, es geht alles auf uns. Wir haben sie noch nicht mal 20 Franken pro Person. Moin, da, über. Wirklich, das haben wir extrem gefeiert. Und nachher haben wir immer mehr so ein Feedback bekommen von unseren Mitstudenten, so, hure geil, was sie machen, weil für Studenten hat es das noch nicht gehabt. Ja, wir haben so eine Nische gefunden, wo ihr eigentlich euren Uni-Alltag es inszeniert haben auf mega coole Art und Weise und das hat ja mega resoniert, sogar mit Nicht-Studenten. Ja, das Ding ist halt so, Lernen und so, das hat jeder irgendwann im Leben gemacht und während dem Lernen fühlt man sich hure scheiße und sobald man sieht, dass jemand anderem auch scheiße geht, ist es einfach so, okay, dann ist easy. Das geht bei einer scheiße. Ja, wirklich. Aber wie sind wir auf das gekommen? Also der ausschlaggebende Punkt? Hey, so. Wir haben, wie bei allen Kollegen, in der WhatsApp-Gruppe schickst so Bilder von dir und schreibst so, der, wenn er wieder mal zu spät in die Vorlesung kommt und so. Geil. Und dann haben wir angefangen, unsere eigenen Bilder zu machen und das postet. Es ist wirklich so, wir hätten nicht gedacht, dass wir das nachher so lange weitermachen, aber ab dem Zeitpunkt, wo wir es angefangen haben, haben wir
hohe Freude bekommen, auch am Studium, weil wir alles so völlig aus einer anderen Sicht angeschaut haben. Und ja, nachher haben wir wie so gemerkt, so Facebook ist langsam out. Mhm. Dann sind wir auf Instagram. Dann hat es dort so mega angefangen zu wachsen. Wir haben ja richtige Pionierarbeit gemacht, weil ich meine, heute so ist so alles selbstverständlich. Aber dazu mal, wir reden von 2015, 16, sind ihr also recht gross geworden. Ja, wir haben wirklich so eigentlich, es hat dort, glaube ich, Swiss Meme gehabt, die alle gekannt haben. Und der Bandrit war gerade so hoch am Abgehen. Und nachdem wo wir gekommen sind, haben wir gedacht, so, komm, wieso, also müssen wir mit denen mitmischen, das schaffen wir eh nicht und so. Ach, und haben dann immer so gedacht, wir machen es einfach für unsere Kollegen. Sag mal, wann ist das etwa gewesen? 2000 und? 2016, also 15 hat es angefangen und 2016, ich glaube sogar 11.11.16 oder 11.11.15 haben wir angefangen. Und du hast jetzt schon gesagt, in dieser Zeit ist Facebook schon langsam am Kippen gewesen. Ja. Aber es gibt es ja immer noch und ich finde das heute eben so hure krass, dass wenn die Werbung schaltet, ist natürlich schon alles Meta, aber über Facebook erreichst du so viel mehr Leute. Ja, also wenn Werbung, geschäftliche Werbung schalten, Facebook. Lifestyle inszenieren, für mich so Insta. Ja. Und alles so ein bisschen lustiger, TikTok. Würdest du das so ein bisschen sehen? Hey, ich habe immer unterschieden zwischen den Altersgruppen. Und wir haben relativ schnell dort schon eben im 16, 17 haben wir so gemerkt, Facebook ist dann wirklich so die Mütter kommen langsam auf die Party. Ja. Und dann, also jetzt auch bei Instagram hast, wo ich irgendwann mal den Vater von meinem Schwager gesehen habe, ich gewusst, also vor ein paar Jahren, ich so, okay, jetzt ist Instagram am Arsch. Ja, nein, also nicht so gemeint, aber es ist so. Wow. Absolut, ja. Okay, ja, es ist auch bei TikTok, gell? Das erste Mal, als ich das Video von Stefan Büsser gesehen habe, dachte ich so, ja gut, dann ist es. Nein, aber es ist halt so, gell? Am Anfang sind wirklich so die Jungen und gerade so Marketeers, sage ich mal, denken so, hey, wir müssen die Leute, die später kaufen können, später müssen wir jetzt schon ein bisschen abholen. Und dann kommen immer Ältere drauf. Aber ja, Facebook habe ich jetzt, glaube ich, seit etwa 3 oder 4 Jahren deaktiviert oder gelöscht. Mhm. Und brauche es nicht mehr. Darum weiß ich gar nicht mehr, was dort läuft. Hey, aber was habt ihr studiert? Hey, ich bin ja so einer, der aufgewachsen ist in einer Familie, die eigentlich nur als Arzt etwas erreicht hast. Mhm. Also wenn du nicht Arzt wirst, dann hast du nichts studiert. Und das ist halt von Anfang an ist das mir in den Kopf gesetzt worden. Und ich habe es auch wirklich wollen, bis lang nach der Gymnasiumzeit habe ich eigentlich immer gedacht, ich werde Arzt. Krass, so ein Glaubenssatz, der nicht mal von dir ist, sondern deine Überzeugung, hey, ich werde Arzt. Was hast du für einen Background? Ich bin Afghaner. Afghaner, ja. Ja, und wir sind 2001 in die Schweiz geflüchtet. Dort bin ich noch 9 gewesen. Wow. Oh, krass. Und es ist halt wie so klar gewesen, weißt du, so, wenn dein Sohn, sag ich mal, oder jemand von der Familie so mega gut in der Schule ist. Und weißt du, so, ich bin nach 2, 3 Jahren bin ich dann gerade ins Gymi gekommen und habe dann dort halt auch noch gut gearbeitet. Und dann war für mich auch wie klar gewesen, so, hey, wenn ich Arzt werde, dann ist das, weißt du, so Prestige und aber du hast deine Praxis. Aber warte, 2009? 2001. 2001 bist du in die Schweiz, sind wir in die Schweiz gekommen. Genau. Er ist 9 gewesen. Du bist 9 gewesen, in die Schweiz geflüchtet. Ja, einfach schon zum. Und nach 2 Jahren mit 11 ins Gymi? Nein, ich bin in die 3. Klasse gekommen. Wir haben zuerst so ein halbes Jahr eine Deutschschule gemacht. Nachher bin ich in die 3. Klasse eingeschult worden. Ja. Und dann nach der 6. bin ich ins Gymi. Also schon 3,5 Jahre. Also du bist doch ein schulisches Talent, kann man sagen. Ja, extrem. Also meine Eltern sind in der Schweiz geboren und das ist eben das Problem. Aber was soll ich wollen sagen, die Eltern? Also weißt du, meine Eltern sind beide so extrem bildete Leute gewesen. Okay. Mein Papi hat in Russland studiert, ist Bauingenieur gewesen, meine Mama ist Mathelehrerin gewesen und die haben uns, weißt du, so richtig homeschooled, auch im Krieg noch dann. Und es ist halt wirklich, uns ist das ein bisschen vielleicht auch in die Wiege gelegt worden. Aber es war auch wirklich so gewesen, halt, wenn du als Flüchtlingskind da hinkommst, dann ist klar ein Druck von den Eltern da, so hey, wir haben, oder weißt du, wir wollen einfach das Beste für dich, dass du nicht das erlebst, was wir erlebt haben. Was ich auch mega dankbar dafür bin, dass ich weißt, so in der Schule gut gewesen bin und studieren bin. Aber es ist halt nie die Zeit da gewesen, wo man sich selber kann wie so ein bisschen entfalten, weißt, hey, ich will voll auf eine Fußballkarriere setzen. So, ja, aber zuerst machst du mal deine Prüfungen, oder so, holst mal gute Noten. Was ja völlig okay ist im Nachhinein. Aber das war für mich wirklich immer im Kopf gewesen. Ich wollte Arzt werden. Und dann habe ich den Numerus Clausus gemacht und konnte Zahnmedizin studieren.
aber nicht Humanmedizin. Und dann hat sie mir wie so gesagt, du kannst das anfangen zu studieren und dann musst du jemanden suchen, der Zahnmedizin machen nach einem Jahr. Und dann kannst du mit dem wechseln und so. Und ich so, ja, weißt du was, komm, ich mach's Militär. Und dann komm ich, ja, und dann komme ich zurück und mache nochmal den Numerus Clausus. Okay. Und dann im Militär habe ich aber gemerkt, so, hey, gar es gibt das Leben neben dem Lernen, weißt du? Okay, okay, wow, okay. Hast du nicht Amerika okay entdeckt? So geil! Also weißt du, wirklich so, Militär hat mir dann gezeigt, vor allem weil du plötzlich mit Leuten bist, die du vorher gar nichts zu tun hast, oder? Mhm. Du lernst dann Leute kennen, die irgendwelche Lehren gemacht haben, du lernst Leute kennen, die etwas Eigenes gegründet haben und jetzt an dem arbeiten. Und du merkst so, aha, du kommst ja im Leben auch weiter, wenn du nicht nur lernst und studierst. So spannend, das heisst eigentlich, ja, ist so das Militär dein ein Eye-Opener gewesen, um zu sehen, es gibt eine Welt abseits vom Lernen und vom Studium und vom Prestige-Job, der eigentlich für dich vorgesehen war. Ja, und also sorry, wenn ich dich unterbreche. Es ist glaube ich, nur gewesen, weil das Militär mir gezeigt hat, dass ich auch, wenn ich faul bin, weiterkomme. Ja. That's a good one. Also wirklich. Ja, das ist mein eigener Reel. Ich habe im Fall so viele Sachen mich so davon gedrückt. Und weißt so, ich habe Fahrerausbildung gemacht, damit ich länger kann schlafen kann. Weil als Fahrer musst du sechs Stunden schlafen. Love it. Hey, so wir sind in der Nacht gekommen, haben uns wecken und ich einfach wirklich so, ich brauche meine 6 Stunden Schlaf! Ich bin Fahrer. So geil. Und da habe ich dort wie so ein bisschen gemerkt, so, aha, ja, ich muss ja gar nicht immer, weißt du, so der Beste sein und alles machen und so. Ja. Nochmal kurz zurück, Kindheit, in Afghanistan aufgewachsen bis 9. Wie viel geprägt bist du vom Krieg? Wie viel ist das sehr nahe bei dir? Und hey, ich habe jetzt gerade im April dieses Jahr habe ich einen Schauspielkurs gemacht, eine Schauspielschule in London. Und dort habe ich zum ersten Mal eigentlich wie so gemerkt, wie krass vertieft das Ganze ist. Weißt, so, wir sind so abgeschirmt von, oder unsere Eltern haben uns so abgeschirmt während der ganzen Flucht, dass wir irgendwie das wir gar nicht als Flucht wahrgenommen haben. Also, weißt, ich weiss es so wenig über die Zeit, wo wir geflüchtet sind. Okay. Ich weiss nicht, ob das irgendwie mit einem Trauma zusammenhängt, wo der Kopf ist. Ist das sehr lang gegangen, die Flucht? Ja, die Flucht ist eigentlich über 2 Jahre gegangen. Oh shit. Ja. Und wie haben sie euch das schön, wie haben sie euch die Flucht so schön wie möglich, wie viele Kinder sind ihr? Wir sind 3. Okay. Und der Jüngste, also mein Bruder, ist gerade so 4 geworden, als wir angekommen sind. Das heisst, er ist 2 gewesen. Weißt du, gerade so die Zeit, wo du 10 bekommst als Kind und so. Und er ist extrem mühsam auf der Flucht, auch für meine Eltern. Und weißt du, du flüchtest so über Grenzen, wo du ja keinen Ton darfst rausbringen, damit dich niemand hört. Und wenn du ein Baby hast, wo brüllt, und dann weißt du, so, hebst du ihm das Maul zu. Also weißt du, so, all so Zeug. Aber ich weiss es alles nur von Geschichten. Weißt, ich habe es gar nicht selber im Kopf. Und ich habe mir oft überlegt, so eine Hypnotherapie zu machen, um irgendwie die. Weil Erinnerungen sind sicher da irgendwo im Kopf. Ich habe es einfach nicht aktiv. Aber merkst du jetzt, weil es dich jetzt heutzutage irgendwo durch einschränkt oder weil es dich einfach Wunder nimmt? Ich habe es vor allem gemerkt, dass ich viele Emotionen wie gar nicht rauslassen konnte. Und jetzt, ja, also, weißt, seit ich mich mit dem Schauspiel ein bisschen mehr befasse, merke ich. Darum, in London hast du gemerkt, hey, du bist ein bisschen emotionslos. Ja, genau. Weißt, vorher habe ich immer gedacht, so, ja klar, ich bin ein Mann, weißt du. So, wenn ich jetzt halt nicht heule bei einem Film, ist es normal, weil ich bin stark. Aber ich habe wie so gar nicht alles können, wie so fühlen, was ich wollte fühlen. Und das ist, glaube ich, wie so auch ein bisschen, weil viele Sachen sind halt wie vom Kopf weggedrückt worden. Vor allem das Zeug, wo einem halt scheiße gegangen ist. Ich habe in der Teenager-Zeit mega ein völlig anderes Gemüt gehabt. Weißt, ich bin schnell hässig geworden, wenn ich etwas nicht bekomme. Also, weißt, ich habe rumgeschrien und so. Und das hat sich jetzt extrem gekehrt bei mir. Also seit so etwa 25, sage ich mal, bin ich viel ruhiger, viel grounderter. Und ich kann so zu meinen Emotionen stehen, sage ich mal. Ja. Und das, also für mich als Schauspieler ist es sehr wichtig, um das Zeug immer rausholen. Natürlich nicht in das reinfallen und irgendwie das Trauma wieder nochmal neu erleben. Aber einfach, dass ich so weiss, okay, die Emotionen sind da und ich kann davon Gebrauch machen. Ich kann es auch mal rauslassen, wenn ich es wirklich brauche. Weil ich glaube, das ist so das, was dich extrem auch zurückhaltet im Leben, wenn du Emotionen so wie absperrst. Mega. Sag das Freude, Trauer, Wut und alles.
Und du musst wirklich so wissen, wann musst du es mal rauslassen, ja, als Ventil, damit du im Kopf auch wieder frei bist. Und das ist ein mega spannender Punkt, was ich schon immer einen Schauspieler wollte fragen, seit ich mich mit dem ganzen Persönlichkeitsentwicklungszeugs befasse. Ich weiss ja, die Rolle, die ich mir vorgebe zu spielen, in die wachse ich irgendwann, oder? Und ich frage mich dann halt, wie ist es für Schauspieler, wo, ich weiss auch nicht, ein Mörder oder irgendetwas, sagen wir, negativ behaftet zu spielen. Und die müssen sich ja in diese Rolle einleben, nehme ich mal an. Also du bist nicht einfach, die tun das zuhause, auch die Art und keine Ahnung, einfach das üben. Mhm. Und dann frage ich mich, eben dein Geist fängt dann an, Sachen zu produzieren, im Aussen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist so. Ja. Stell dir vor, ich bin ein Bösewicht und ich muss rumfluchen, machen und tun. Oder hässig mich so verhalten die ganze Zeit. Und dann bin ich 3 Monate an einem Set. Spiel das. Was sind so die Auswirkungen von dem Ganzen? Mhm. Weißt du, was ich meine? Oder wenn es um Tod oder keine Ahnung was geht. Was passiert denn echt in ihrem echten Leben? Weil eben unser Hirn checkt nicht, ist es Wahrheit oder ist es einfach erdenkt? Oder ist es wirklich passiert oder ist es Vorstellung? Mhm. Hast du auch schon so Erfahrungen, wo du zu tief mal in einer Rolle gewesen bist? Oder irgendwie, ich weiß nicht. Ja, also das eine ist ja, es gibt so wirklich so Techniken wie zum Beispiel Method Acting, wo du dich wirklich in die Rolle, einfach du bist dann wirklich in die Rolle. Okay. Das ist ja das, was der Heath Ledger so das berühmteste Beispiel gemacht hat für die Joker-Rolle. Oh, wo er sich einfach weggesperrt hat, glaube ich, ein halbes Jahr oder, also mit der Zahl weiß ich jetzt nicht wie lange, dass er einfach so in den Wahnsinn reinkommt. Weißt? Und je länger du dich isolierst, desto mehr musst du dich mit dem Kopf befassen, desto wahnsinniger wirst wahrscheinlich. Mhm. Und das hat er jetzt gemacht. Und dann gibt es andere Techniken, wo du einfach dir die Rolle aufschreibst und sagst so, es ist so und so und so und so und so und so und dann gehst du aufs Set und spielst das dann. Knopfdruck. Weißt. Genau. Also weißt du, so wirklich Profis. Bei mir ist ja einer von den Gründen, warum ich auch beim SRF gekündigt habe und so selbstständig als Schauspieler wollte arbeiten, ist, weil ich nie viel tiefer in eine Rolle reingehen konnte, als dass wir es gemacht haben. Weißt? Wir haben meistens Sketches und Parodien gemacht, wo du die Rolle für die 10 Minuten spielst. Und dann kannst du halt wirklich Satz für Satz spielen und sagen, hey, deine Rolle. Und dann bei der Parodie gehst du auf einen Charakterzug. Mhm. Deine Rolle ist der dumme, bünzli Mensch, der die Polizei anruft. Und dann spielst du halt wirklich den Satz. Ja. Und ich habe wie so mega den Drang gehabt, eine Rolle längerfristig zu spielen und eben, wie du sagst, so ein bisschen reingehen. Und die erste Rolle, die ich hatte, nachdem ich oder seit ich selbstständig bin, war für einen Kurzfilm, wo ich einen depressiv gestörten spielen musste. Oh, okay. Und dort war halt wieder nochmal anders gewesen, als bei einem Sketch oder einer Parodie. Mhm. Dort habe ich auch in dieser Woche oder zwei, sage ich mal, wo ich das probt habe, die haben, hey, ja, dann gehst du so ein bisschen in eine Depression rein, weil du versuchst, die Gefühle irgendwie so rauszuholen, damit es möglichst echt nach außen wirkt. Und wo holst du es natürlich bei dem, wo du also Erfahrungswert, ja, genau. Und irgendwie, wenn du das mal gespürt hast und versuchst nochmal zu spüren, dann gehst du wieder rein. Mhm. Wie du sagst, so, dein Körper hat dann wie so das Gefühl, aha, wenn du so Gedanken hast, es ist immer so ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung, oder? Mhm. Wenn du nur daran denkst, dass es scheiße ist und du fühlst dich schlecht, dann fühlst du dich einfach irgendwann mal plötzlich schlecht. Mhm. Und ich hab wirklich eine schlechte Stimmung gehabt, die hei, und ich habe nicht gewusst, also krass, natürlich habe ich gewusst, dass es wegen dem ist, aber ich habe es nicht können zuordnen und dann ist es. Ja, also für einen Moment war es irgendwie mega komisch für mich. Wie lange ist das gegangen? Also das ist einfach in der Zeit, wo ich geprobt habe, bis wir gedreht haben. Und nachdem es fertig war, habe ich es zum Glück können. Hey, ja, weil es ist so, es hat sich so angestaut, so die Freude auf Set, das hat mir irgendwie gar keinen Spass gemacht, weißt, weil ich nicht aus der Rolle rausfallen wollte. Okay, und dann wirklich bis zum letzten Moment, wo es geheißen hat, cut, it's a rap. Hey, dann ist es wirklich so, es ist alles so von dir gehört und so, wow, hure geil und so, das Bier auf. Das ist hure spannend und wichtig, weil ich glaube genau da, wir haben gerade letztes Thema gehabt mit Perspektivenwechsel und wie wichtig das ist, ein gutes Mindset haben. Und eben, du kannst dich in eine Rolle, jetzt eine Woche bist du etwas am Proben, gehst in so eine depressive Phase und dann wirst halt Du wirst komisch und depressiv, aber wenn du dich entscheidest, um nicht mehr so zu sein, dann kannst du so machen und weg. Ja, ja. Und es ich glaube, das ist sehr wichtig, um das zu wissen. Das Ding ist, eben, es war auch meine erste so Rolle gewesen, sage ich mal, in einem Kurzfilm. Und ich habe so nicht gewusst, ob ich aufs Set, weißt du, so, dass die Kraft habe, um aus der Rolle rauszukommen und mit den Leuten so, hehehe, geil gewesen jetzt gerade. Und nachher wieder auf Knopfdruck in die Rolle reingehen. Darum habe ich wie so die ganze Zeit eigentlich die Rolle beibehalten. Krass. Und weißt du, in der Pause habe ich mich eher ein bisschen von den Leuten distanziert. Und die anderen haben das gewusst, dass du das machst, extra. Ja, ja. Okay. Also für sie ist es natürlich auch besser, weißt, wenn ich nicht so
der Hyper bin und nachher vor der Kamera arbeite, ist dann plötzlich nicht in die Rolle reinkomme. Ah, für das ganze Setting, weil das ist ja noch echter, wenn wir jetzt wirklich die Rollen, ob es Kamera läuft oder nicht läuft, so spielt. Stell dir vor, du bist jetzt der Klon und nachher musst du irgendetwas Hures ernst, ich könnte dich gar nicht ernst nehmen. Krass. Hey, so spannend, aber was ich so ein bisschen rausgehört habe, ist noch mega spannend. Aufgrund von dem, dass du gemerkt hast, deine Gefühle sind nicht so da, wie ja, eher so ein bisschen abdumpft, hast du dir jetzt eigentlich etwas ausgesucht als Challenge, um genau in die Gefühle hineingehen in Form von Schauspiel? Extrem, ja. Es ist wirklich so, Schauspiel ist für mich so eine richtig geile Challenge. Mhm. Weil erstens, du machst jedes Mal etwas anderes. Mhm. Also weißt du, ich mache jetzt auch Werbung und nicht natürlich nur Film und Serie. Mhm. Sonst ja, finanziell würde ich nicht übertrieben. aber auch dort ist es halt hure geil, weil du jedes Mal wieder irgendetwas anderes machst. Und ich bin halt auch einer, der so ein bisschen Aufmerksamkeit gerne auf sich hat. Und einfach auf Sets stehen und irgendwie so 5-6 Leute sind nur auf dich am Schauen und darauf am Warten, dass du performst, weil es hängt halt alles irgendwie von dir ab. Ich genieße das irgendwie und es gibt schon Leute, die sagen so, hey, das wäre jetzt nicht für mich und alle schauen und ich habe Druck. Ich, keine Ahnung, ich blühe unter Druck. Das war auch schon in der Schule immer so. Ich habe wirklich so 2-3 Tage vor der Prüfung habe ich erst angefangen zu lernen, weil ich irgendwie den Druck gebraucht habe. Und auch jetzt, wenn es so wirklich so heisst, so, hey, Action, dann weiss ich, hey, fuck it, also es ist so auf mir. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann müssen wir alles nochmal von neu und die Kamera muss wieder neu und so. Das finde ich irgendwie geil und es ist wirklich so ein bisschen Adrenalin für mich. So geil. Ja. Was wäre deine Traumrolle, die du gerne spielen würdest? Oh, meine Traumrolle? Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich das schon erzähle. Ja, ich erzähle es doch. Also, ich habe so einen riesen Traum und zwar also für ganz später. Und also, zwar würde heisst, wenn du 80 bist, oder? Nein, aber so, wenn ich mal so ein bisschen angekommen bin. So vielleicht 10, 15 Jahre, ich weiß es nicht. Vielleicht auch 20 Jahre. Ich meine, der Christoph Waltz ist auch mega spät, erst weißt du, in einer Lehre. Aber was ist, wenn es schon nächstes Jahr wäre? Wäre das schon zu früh? Oder ist das es nicht kann nicht nächstes Jahr passieren, weißt du, ich habe noch gar nicht irgendwie weggeleitet. Also gut, erzähl mal deine Traumvorstellung. Ja, es hängt natürlich auch mit der ganzen Flucht und so zusammen, weil das, was meine Eltern weißt, so alles aufgegeben haben und für uns und in die Schweiz gekommen sind. Ich würde gerne eine Serie machen über das Leben von meinen Eltern mit der Flucht dann zusammen. Aber nicht als, so, als Opferrolle darstellen, sondern einfach so die ganze Trauer und Drama und all das Zeug würde ich gerne so darstellen, dass es so von dieser Seite einfach geil ist. Es sind Helden, die es geschafft haben, rauszukommen. Und mein Traum wäre, dass ich natürlich mit Papi spiele. Ah. Ja, das ist so das, so das ganz grosse Ziel. Wow. Okay, ja. Netflix hat zugelassen. Ich kann gerade sagen, Netflix hat zugelassen. Die sind dabei. Nein, das ist ja mega krass. Und wie du sagst, oder? Eigeninitiative. Also man kann entweder in der Opferrolle sein oder man kann Eigenverantwortung übernehmen. Und ich meine, die Medaille hat immer zwei Seiten. Ist es schlecht oder ist es gut? Also weißt du, was ich meine? Also, ist deine Familie allgemein so eingestellt oder bist du jetzt so der Einzige so ein bisschen von dieser Familie, die das Positive daraus sieht? Oder haben sie auch so ein bisschen das gleiche Mindset über das ganze Schicksal, das ihr gehabt habt? Ja, absolut. Also ich höre ja, oder wir wollen mega viel hören von den Eltern über das, was wir halt nicht wissen, über die Flucht und das Leben und alles. Und das ist halt jedes Mal, wenn es erzählt wird, ist natürlich so, hey, es ist hure geil gewesen, wir haben das und das gehabt. Und so wie sie es halt erzählen, tönt es bei uns, als wäre so eine, weißt du, ich meine, wir sind jetzt von den Medien mega voreingenommen, dass wenn man sagt, ein geiles Leben, dann stellt man sich eine Villa mit Pool und zwei Rolls-Royce vor der Garage vor. Aber für sie, in ihrem Kopf, ist hure geil gewesen, ist, hey, wir haben keine grossen Probleme mit irgendwie, keine Ahnung, finanziell oder Social Media oder was weiß ich, so Zeug gehabt, sondern sie haben halt, vielleicht ist ihr das Haus aus Lehm gewesen, ja, aber sie sind, die ganze Familie war dort und sie hatten ihre Felder, weißt, sie hatten ihre Tiere, Esel und Kühe und was weiß ich. Und so wie sie erzählt, ist in unseren Köpfen so, wow, geil, das und das. Und sie haben im Kopf aber ein ganz anderes Bild. Und das ist so ein bisschen mein Ziel, dass wir nachher darstellen, als wäre es verdammt geil gewesen. Weil ich meine, auch alle anderen Filme, die jetzt über Flucht und so spielen, dann ist immer so, oh, die Armen kommen sowieso, weißt du, aus einem Lehmhütli, wo so knapp noch warmes Wasser haben und müssen nachher bla 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 bla. Aber ich wollte darstellen, hey, die sind 10 Jahre am Sparen gewesen und haben immer so von 10 Franken, haben sie nochmal 5 Franken auf die Seite gelegt und so weiter, damit sie sich nachher einen Fake Pass bestellen und einen Schmuggler, weißt du, und mit dem Schmuggler hat es einen Kampf gegeben und dies und das.
einfach so die Heldengeschichte, die ich als Heldengeschichte können darstellen und nicht wieder ein weiterer Flüchtlingsfilm, wo alle im Kino sitzen und denken so, eben, die haben es halt schon schlecht, aber ja, was sollen wir machen? Wir können nicht mehr als 10 Millionen Leute aufnehmen hier in der Schweiz. Ja. Das ist immer die Perspektive. Ist immer so du hast etwas in der Pipeline. Etwas in der Pipeline. Aber ich muss noch etwas mega Wichtiges sagen. Ist das so ein Zeichen? Das ist eigentlich ihr Zeichen. Im Coaching tue ich halt, weißt, wenn die Leute, ich muss ja zuhören, und wenn ich etwas wissen will, dann tue ich mir wie so einen Anker setzen, damit ich nachher die Frage kann stellen. Aber darf ich schnell, bei Harry Potter gibt es auch so einen, eine Kugel, die rot wird, wenn man etwas vergisst. Aber die Kugel sagt nicht, was man vergessen hat. Oh. Und das Gleiche ist ja bei dir. Ja, also du willst etwas sagen, aber was? Unterbewusstseinsarbeit. Weißt du, also das Unterbewusstsein ist so stark. Und wir sind jetzt 2% am Reden, oder? Aber wenn ich mir jetzt einen Anker setze, ist es in dem Moment, und ich vertraue darauf, dass ich genau die Frage noch weiss, wo ich jetzt weiss. Und zwar genau, du sagst bemitleidend. Oder? Das wäre gut gewesen, Mir Reiche, was auch immer, für was auch immer wir uns definieren. Oder wir sehen ein Kind in Afrika, das barfuß läuft und denkt, oh mein Gott, das arme Kind. Eine Perspektive, weil wir projizieren ja unsere Gefühle auf die armen Menschen dort. Oder? Aber sorry, ganz ehrlich, er ist barfuß in der Natur, am Boden, er ist geerdet, er ist grounded, wird es denen wirklich so schlecht gehen? Weißt du, was ich meine? Und das ist egal, was wir jetzt anschauen, egal welche Kultur oder welche, nur weil wir jetzt das kennen mit Schuhen und Kappen und all das Zeug, heisst nicht, dass wir besser. Ich glaube sogar das Gegenteil. Mhm. Durch all den Materialismus, den wir erleiden. Oder, also nein, erleiden, mein Gott, danke. Aber weißt du, was ich meine? Ja, da wollte ich unbedingt noch sagen. Ja, ist also, wirklich wichtig. Also, ich weiss jetzt nicht, ob das Beispiel mit Afrika. Aber Nein, wir haben das mal in der Schule gehabt, so quasi, hey, wir brauchen 30 irgendwie Geld für Schuhe für Kinder. 30 aber dann, Geld. 30 Geld. Aber es war aber auch noch, gewesen, wer sagt, dass sie überhaupt die Schuhe wollen. Weil, nur weil wir mit Schuhen hier rumlaufen. Also wenn in der Schule Oberstufe? Ist nein, ein länger her. Was ist dein Anker gewesen? Mein Anker ist, du hast den Traum von dieser Geschichte, die du möchtest verfilmen, die Heldengeschichte. Hast du das deinen Eltern gesagt? Wissen sie das? Also meine Eltern oder werden sie erst nach dem Podcast erfahren? Wahrscheinlich schon. Also, nein, den Plan habe ich noch gar nicht gesagt. Und ich habe jetzt auch wirklich nicht mit vielen Leuten darüber geredet, weil das hat sich auch ein bisschen bei mir verändert. Früher war ich immer so, wenn ich etwas im Kopf hatte und denke, sobald ich es jemandem sage, dann verfliegt es, dann mache ich es nicht. Und das hat sich aber jetzt auch in dem letzten Jahr geändert. Wenn ich etwas habe, dann rede ich mit Leuten darüber, wo ich das Gefühl habe, die sind so auf dem gleichen Mindset und sie fühlen es und so. Aber nein, mit den Eltern habe ich oft darüber geredet, dass ich die Geschichte mal abschreiben will, vor allem. Und das ist so das Erste, was ich machen will. Ich will, sage das in Podcast-Form, vielleicht kann ich mit euch nachher noch darüber reden, weil ihr ja alles da habt. weißt du, ich würde vor allem gerne einfach mit meinem Papi anhocken und einfach so, keine Ahnung, vielleicht 10 Folgen so Interview aufnehmen an 2,5-3 Stunden, wo wir einfach redet und er einfach alles rauslässt, was er noch weiss. Und dann anhand von dem weißt du mal abschreiben, was haben wir zusammengetragen, wo müsste ich noch recherchieren, wie es war in dieser Zeit, die er jetzt erzählt hat und so. Weil ich meine, auch weißt du, seine Studienzeit in Leningrad damals, das heisst jetzt St. Petersburg, ich meine, das ist so Prime 70er Jahre, es hat so geil ausgesehen dort. Ich meine, nur schon auf Film bringen, die Kleider, weißt, so, die Autos, die es damals mal gegeben hat. Also das wäre nur schon visuell hure geil. Und wenn es dann so eine persönliche Verbindung noch hat, habe ich das Gefühl, kann ich so voll das Herzblut da reinstecken. So geil. Also Lebensmission. Ja, wieso hast du das Mindset geändert von ich sage Sachen nicht mehr, die ich im Kopf habe, sondern mit den Leuten, die es irgendwie was matcht mit der Energie auf der gleichen Wellenlänge, dort erzählt ist. Wieso hast du das gemacht? Vor allem, weil ich so ja, wieso das Ganze ein bisschen realer kann machen. Weißt, wenn ich es jetzt euch erzähle, dann sage ich dir, hey, ich habe letztens nicht das und das gegeben, was in die Richtung gegangen ist, dann kann ich dort Inspiration holen. Und es hat für mich so, wenn ich sage, ich habe es jemandem erzählt, dann komme ich wie einen Schritt näher zum Ganzen. Weißt, es macht so echt und du gehst immer einen Schritt weiter und irgendwann berührst du das halt. Und früher habe ich gedacht, so, hey, ja, wenn ich es erzähle, dann habe ich den Druck und dann mache ich es dann. Nein, ich mache es dann eh nicht und bla bla bla. Okay, und jetzt ist wirklich, also weißt du, so, vor allem die Sachen, die so wirklich in meinem Kopf sind, wo ich denke, hey, irgendwann das wird kommen, dann sage ich es. Ist noch lustig, weil ich habe früher auch nie gesagt, ich habe Sachen früher nie erzählt, wo ich etwas machen wollte. Aber aus Angst wegen Augen, oder was? Ja, aus Angst, weil Garnen. Garnen, ja. Und jetzt ist aber so, also jetzt schon länger,
auch als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, ich erzähle diese Sachen, weil den Druck brauche ich eben. Und ich weiß, wenn ich dir etwas sage, dann kann ich erst einmal dich enttäuschen und ich habe etwas erzählt. Ja. Jetzt erst recht. Ja, ja. Und darum erzähle ich es lieber. Nicht natürlich ins Detail, aber der Plan. Aber ich glaube, es kommt darauf an, so wem es erzählst. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass du es eben nicht machst, weil die Leute dich klein halten. Aber eben, es kommt darauf an, was dein Umfeld ist. Wenn dein Umfeld gross denkend ist, sagen sie nicht, hey, Alter, was schnurst du, was willst du da machen? Sondern hey, geil, die Inspiration, Synergien nutzen oder keine Ahnung. Schon nur eben dich proppen für das und dich. Ja, wir sind nicht unterstützen, sondern dich ein bisschen hypen. Ja, extrem. Ich glaube, es kommt auch wie so, wenn du aufwachst, je nachdem, weißt du, in was für einem Environment du aufwachst, wird halt früher schon einer so halt gesagt, ja. Und weißt du, so, ich weiß noch, als ich noch mit einem Kollegen erzählt habe, dass ich gerne würde bei dem Ninja Warriors mitmachen, ist wirklich so die erste Reaktion gewesen, pff, du? Hä? Nein, komm, da brauchst du Kraft und da musst du Sport gemacht haben. Hast du gemacht? Und dann habe ich es eben nie gemacht. Oh. Weil halt, sobald jemand gesagt hätte, hurra geil, ja, wann machst du es? Keine Ahnung, hätte mir vielleicht dran gemacht. Aber Robin, wir melden dich an. Bist du ready 2024? Gibt es Olympiade? Olympiade? Gibt es Olympiade für Ninja Warrior? Ja, wie der Alan. Oh. Der hat ja auch... Voll, voll. Den kennst du? Ja, voll. Habe ich gerade das mit dem Curling und jetzt alles. So ein geiler. Aber warte jetzt schnell zurück zu deiner Laufbahn. Sind deine Eltern enttäuscht gewesen, wo du dann irgendwann mal gesagt hast, hey... Oder wenn hast du gemerkt, du bist jetzt am Studieren, bist angehender Zahnarzt oder was weiß ich, etwas mit Arzt am Werden, und du merkst aber, boah, das Kreative, das Produzieren tut mich eigentlich mehr reizen. Was ist denn passiert? Oder wie ist denn das nachher weitergegangen? Ich bin nach dem Studium... Militär sind wir gewesen. Militär, genau. Nachher bin ich vom Militär zurückgekommen und gesagt, ich will nicht Medizin studieren. Aber ich wollte es nicht verschwenden, sage ich mal, dass ich jetzt all die Jahre Gymi und so gemacht habe. Habe ich gedacht, mal, ich muss studieren. Und dann das, was alle wählen, wenn sie nicht wissen, was studieren, BWL. Ah, okay. Aber ist gut. Ja, BWL, dann hast du mega viel offen, gell, du hast alle richtigen etwas. Und die letzten zwei Jahre vom Studium waren wirklich so ein Knurz. Ich war, glaube ich, 3-4 Mal in der Vorlesung, der Rest wirklich so selber. Aber ich habe es abgeschlossen, ich habe den Bachelor geholt. Und dann, das war so der Moment für mich, so, okay, meine Eltern können jetzt stolz sein. Weißt du, so, ihren Weg habe ich gemacht, da ist das Diplom. Mhm. Und jetzt? Und wenn du halt jahrelang nicht so nach deinem Kopf schaffst, weißt du halt plötzlich nicht, was du wirklich willst. Und da habe ich halt. Ja, in dem Moment den Weg weitergemacht, habe bei der PwC angefangen, Wirtschaftsprüfung, weil das ist so, ja, wenn du Wirtschaft studierst, dann kommst du dort an und dann ist das Prestige und so. Und dort habe ich gemerkt, so, jeden Tag der gleiche Anzug und gehst dort an, machst wieder das Excel-File auf und töckelst die Zahl ab und so. Und ich habe mir überlegt, so, was mache ich jetzt? Es ist, jetzt, ich kann doch nicht ewig da bleiben. Und irgendwie hat mir irgendjemand das SRF geschickt. Und die haben uns angefragt, hey, wir wollen eine Show machen. Ist zu dir gekommen? Ja, ja. Aber weil ihr parallel zu der PwC ihr habt das Unigag-Zeugs gehabt. Genau, ja. Und aus dem ist die Show-Anfrage entstanden. Ja. Jemand, der dort geschafft hat in diesem Konzeptteam, hat uns gekannt, eben auch vom Studium, und hat gesagt, hey, die sind mega lustig, laden wir doch die noch ein zum Casting. Dann sind die auf uns dazugekommen und hey, wir wollen eine Show machen, das Casting, würdet ihr gerne dazukommen? Hey, und ich hatte dort halt irgendetwas anderes im Kopf gehabt. Ich war, glaube noch in einer Spanischschule in Argentinien und habe die Nachricht gesehen und dachte, pff, was wollen die jetzt? Nichts gemacht, nach einem Monat so, hey, wir haben keine Antwort. Was ist denn? Krass, was? Die haben euch gesucht. Die haben euch nicht gesucht. Das Universum hat geklopft. Ja. Krass. Und ich so, okay, ja, dann halt, wir gehen mal vorbei. Und ich dort halt eben, PwC, gell, bin ich so im Anzug dort vorbeigegangen und dachte so, ja, was ist das jetzt? Und dann haben wir gemerkt, boah, es ist so geil. Was haben sie denn? Du kommst ein Studio über ein Team und du kannst voll mitwirken, weißt du? Und wir sind halt wirklich so auch in dieser Zeit, sind wir mega innovativ mit den Videos. Weißt? Wir haben Sachen gemacht, die andere nicht gemacht haben, auch mit Musik, mit dem Schnitt und so. Und das haben sie halt alles wirklich übernehmen zu ihnen und zu dem Produkt auch machen. Und wir konnten mega viel mitreden und mitgestalten. Und dann nach dem ersten Casting haben wir uns angeschaut und wir so, hey, das brauchen wir, das sind wir, das ist unsere Show. So geil. Und dann das zweite Casting und dann war es wie so klar gewesen, haben sie uns dann gesagt, hey, ja, jetzt also haben wir schon. Also du, der Jules und noch einer.
Der Robin, der Schweizkiste und jetzt InstaSwiss hat, hat ja auch gewonnen an den Influencer Awards. Er ist noch separat angefragt worden als Produzent für die Show. Und wir haben vorher mit ihm angefangen, Videos zu machen, weil er uns eben auch angefragt hat, ob wir ihm helfen mit Videos. Und dann hat es perfekt gepasst. Ja. So geil, Mann. Nein, so geil. Vom Harry Potter zu Bibi. Und dann haben wir wie lange das gemacht? Ja, und dann haben wir das bekommen. Das ist einfach wirklich geil. Am Anfang haben wir es nur 40%, also 2 Tage pro Woche sind wir da und haben Videos gemacht. Und dann haben wir gemerkt, können dumm tun, werden bezahlt, hey, alles wird vorbereitet. Ja, wir sind einfach dort und es ist richtig, können euch auslachen. Es war ein Traum. So geil, Mann. Und es ist halt, für uns ist es ein Traum gewesen. Und meine Eltern haben am Anfang gedacht, so, ja, probierst du es mal. Und dann weiss ich noch, haben wir einmal eine Parodie gemacht zu so einem Junggesellenabschied. Und das Thumbnail vom Video war ein Foto von mir mit einem aufblasbaren Penis. Oh, und deine Eltern. Hey, ich bin heim. Das sind wir nicht in die Schweiz. Nein, wirklich. Ich bin heimgekommen. Hast du dort nur die heimgekommt? Ja, heimgekommen und die sind so beide vom Sofa gekommen. So. Mein Sohn, hock mal ab, okay. Hey, das Gespräch, ja. Also, dort haben sie mir wirklich gesagt, künden. Gehst wieder zurück zu der PwC. Okay. Und ich so, hä? Nein, wirklich, nein. Aber das ist lustig. Ja, nein, und dann haben sie das halt wirklich so, also für sie war klar, das mache ich nicht mehr weiter. Und sie so, weißt du, Familie auf der ganzen Welt sieht das, das ist auf YouTube. Ich so, ja. So zum Glück. So, ja. Hat dich das dann ein bisschen bremst, so an Kreativität oder nicht? Nein, so, gar nicht. Oder? Ich habe dort wirklich so, nach dem Gespräch, also ich habe dort gesagt, wir schauen mal. Und dann habe ich wirklich gewusst, so, hey, wenn ich jetzt nochmal nachgebe, dann gehe ich wieder in etwas zurück, was ich gar nicht wollte. Oder? Und dann habe ich ihnen wirklich gesagt, so, also schau, es ist jetzt ein Bild mal im Ganzen und die haben die hohe Freude an anderen Videos und alles. Und sie haben dann halt wie auch gemerkt, ich habe Freude daran, weißt du. Es ist, oder das. Ja, weil es ist halt, du gehst arbeiten und bist am Spielen. Und weißt du, so, für jeden Mann, egal wie alt wir sind, du spielst, also weißt so, du bist immer noch so ein Kind in dir und mein Job ist es einfach so, vor der Kamera zu stehen und geile Sachen machen. Und das haben sie dann verstanden, aber eben, ich habe mich dort dann nicht mehr so zurückhalten lassen, weil ich habe gewusst, so, ich bin noch immer zu ankommen, wo ich eigentlich mein Leben lang haben wollte. So geil. Und vielleicht ist ja genau der Ding von deinen Eltern so wie gsi, um noch mal mehr zu merken, wie sehr du in die Richtung willst. Weißt du, weil vielleicht so unbewusst noch ein bisschen auf der Kippe warst oder dir das gar nicht so bewusst war. Ja, und ja. Der Ding, wie sagt man, die Flattern quasi, hat wieso die im Flattern sollen sein, um auch wirklich wissen, was du willst. Ja, also vor allem, das ist das, was ich. Also, dass ich ich habe gerade das Mikrofon, sorry, gesagt. Aber das ist schon mal. Das kommt mir gerade durch. Hey Gott, so sorry. Nein, ich nicht mehr. Sorry, Mikrofon. Mikrofon stand auf mir. Das hast du mir noch gern. nein, es ist. Also weißt du nur so, dass. Das ist. Also so fest habe ich es nicht gekriegt. Er ist gerade am Hosen. Ja, wenn eben schon mal. Dann grüßt gerade. Sorry, verzeih mich. Es war wie so der Moment, wo ich zum ersten Mal irgendwie unabhängig war. Weißt du, so von allem rundum. Und ich habe. Apropos, du entscheidest. Das war so die Entscheidung, die mich wirklich so. Dass ich da hocke, ist nur wegen dem Moment gewesen. Geil. Okay, wow. Dass ich einfach dort haben können sagen, so, los jetzt, dort in der Schublade findet ihr mein Diplom. Das ist das, was ich für euch gemacht habe. Hat es nicht mal aufgehängt in der Schublade? Ja, 4,6, das musst du nicht aufhängen. Und Uni Zürich schreibt die Noten drauf. Man. Das könnte eigentlich auch mal wechseln, Uni Zürich. Mein Bruder ZHW, weißt du, wahrscheinlich 3,5 gehabt. Aber bei ihm steht einfach Bachelor, weißt du? So. Ohne Noten? Ja. Hey, sind alle gestudiert, deine Geschwister? Ja, voll. Krass. Ja. Also alle auf ihrem Weg, weißt du? Ja, ja. Weil eben für meine Eltern, wenn du in die Schweiz kommst, dann ist es so, aha, Gimme. Das ist wahrscheinlich das Höchste, oder? Dann müssen alle das Gimme. Aber mein Bruder ist über eine Lehre, meine Schwester ist nachher auch als zweite Lösung, sind dann nachher bei der ZHW gestudiert und so. Ja, voll. Aber eben, also, weißt du, wenn ich jetzt mit jemandem im Raum hocke, sehe ich den Unterschied nicht, ob er studiert hat und ich nicht. Ich bin froh, so, dass ich die Unterstufe geschafft habe. Die erste bis 8. Klasse. Okay, krass. Aber eben, dann sind wir dort, haben deine Eltern quasi akzeptiert, dass, hey, das ist jetzt der Weg, den mein Sohn eingeschlagen hat. Hauptsache, er ist glücklich. Und wie ist es nachher weitergegangen? Du bist dann eben 4 Jahre an der Show gehabt. 4,5 Jahre, ja, krass. Genau. Und wir haben wirklich
eigentlich so unser Peak ist während der Corona-Zeit. Ja, und dann ist ja der Song rausgekommen, bleiben Voll. Sie zu Hause. Habt ihr den Berset mal eingeladen in die Show? Ist das Stand gekommen? Oder wer hat den Roger Federer? Der Roger? Der Roger haben wir nie bekommen, nein. Okay. Aber ihr habt auch immer gesagt, der Roger. Ja, weil das Ding ist halt, bei so einer Show, die über Jahre geht, du bildest dann plötzlich so ein bisschen Insider und weißt, mit deiner Community merkst du, das und das funktioniert oder das wollen die Leute nochmal sehen. Und etwas war eben, dass wir den Roger Federer unbedingt in der Show haben wollen. Weil wir haben irgendwann mal so beim Brainstorming geschrieben, wer wäre der grösste Gast, den alle wir flashen. Und dann ist eben auch so halt Bundesrat und so, und zuoberst oben war immer Federer gewesen. Und das ist halt immer geil gewesen, weil du hast pro Staffel immer so eine riesige Aktion können machen. Mhm. Eben, wir sind ja im Garten Tennis spielen, dann sind wir auf Genf als Turnier, wo wir ihn getroffen haben. Und dann das dritte Mal, wo wir zu seinem Haus sind in die Lenzerheide, dort ist dann so der Schlussstrich von seinem Management gekommen. Aber wir haben wirklich so drei Staffeln lang haben wir, weißt, so mit dem Huren können spielen und Sachen machen. So das geil. Ist geil gewesen. Und den Berset, den haben wir eingeladen gehabt, oder? Ja. Ich habe zumindest gesehen, das Bild mit der Shisha, weil ich bin ja nachher auch nicht mehr auf dem aktuellsten Stand in dem Sinn, aber hast du mit dem Shisha geraucht? Hey, wir haben am Anfang eben das Lied gemacht, bleiben Sie zu Hause während der Corona-Zeit. Das habe ich gerade letztens irgendwie in einem Interview erzählt. Wir sind irgendwie, haben wir das hochgeladen. Sind ihr high gewesen, Mann? Oder ganz ehrlich? Wie ist das entstanden? Hey, der Robin hat eine Challenge bekommen auf Instagram. Wir haben eben so auf verschiedenen Plattformen verschiedene Sachen gemacht. Auf Instagram haben wir geschrieben, schickt uns Challenges, wir sind zuhause am Arbeiten, wir wissen nicht, was machen. Und dann hat jemand geschrieben, mach einen Beat mit einem Wasserhahn. Und er hat dann den Beat gemacht, das hat geil getönt. Und dann haben wir irgendwie so gesagt, hey, aus dem Beat müssen wir irgendetwas machen. Dann ist gerade so, weißt du, die Bundesratskonferenz gewesen, wo irgendwie 500'000 Leute geschaut haben. Und er hat den ikonischen Satz gebracht, bleiben Sie zu Hause. Und ja, dann haben wir irgendwie gedacht, so mal komm. Und dann hat er das geschnipselt und gemacht. Und wir so, ist das jetzt gerade ein... das wird ein Hit, cool, oder? Und dann haben wir Videos gemacht. Dann haben wir sogar den Leuten geschrieben, unserer Community, schickt uns Videos von euch, wenn ihr in diesem Musikvideo dabei seid, haben es gemacht. Und das war wirklich so ein gemeinsames Projekt so mit der Community. Das war richtig so geil. Gewesen. Anhand von dem ist der Berset auf uns aufmerksam geworden. Er auf euch? Ja, voll. So dann haben wir ihm irgendwie mal wegen einem Interview angefragt. Da habe ich eben das, wir haben Insta-Lives gemacht jeden Tag. Und dann ist einfach so, weißt du, das war so gewesen, also nicht despektierlich gemeint, aber so Janosch Schnietlisbach und dann irgendwie Manu Burkhardt, der und der. Und dann einfach so der Bundesberat, alle Berset. Und so alle geil. So, hä, was? Nein, nicht wirklich. So geil. Ja, und das ist richtig geil gewesen. Es sind, glaube ich, 40'000 Leute sind am Zuschauen gewesen auf Insta Live. Auf der Insta Live? So krass. Ist, ja, wo ich mit dem Berset geredet habe. Und was hast du ihn gefragt? Was ist so das Gespräch gewesen? Also das Interview ist noch irgendwo online, das kann man, glaube ich, noch schauen, aber... Ja, ich habe einfach alles gefragt, was wir wissen wollten. Schamlos, weißt du? Einfach so, als wäre dein Bro. Hast du uns ein Lied gehört? Er so, ja, es ist sehr gut und dies und das. Dann ich so, wir wollen dir unbedingt den Federer einladen. Hast du dort nicht mal eine Connection? Also, ja, kann ich machen. Ich schreibe Roger Federer. Hat er nie gemacht. Aber, ja. Und die Connection ist irgendwie immer geblieben. Weißt? Wir haben immer wieder, haben wir dann auf Events hat er uns eingeladen, dann sind wir mit ihm an einem Event und so. So und gut. Bis zum letzten Video, das wir gemacht haben für 2 am Morgen, wo wir noch auf unserer Checkliste hatten, Köftespieß und Shisha mit dem Berset. Weil das ist eben auch in diesem Interview, habe ich ihn gefragt, ob wir das mal machen. Und dann sind wir auf Bern zu ihm und haben dort Köftespieß gegessen und eine Shisha geraucht. Also er hat mitgeraucht? Ja. Ramin Living the Dream. Er ist wirklich geil. Und wie ist er gewesen, so... Ich glaube, der ist wirklich cool. Er ist noch, also locker. Zwischenmenschlich? Ja, hast du ihn getroffen? Also, ich spüre seine Energie, wartet schnell. Er ist ein geiles Tier. er ist wirklich, also ja, er ist total locker. Sein Musikgeschmack ist hure so verschieden. Also, come on, er ist ja der Streetparade auf dem Wagen gewesen. Ich glaube, ja, eben so in die Richtung hört er. Aber wir haben ja auch alle seine Stories gesehen, wie er irgendwie so den Nas und den Ice Cube postet und so. Also es ist wirklich geil gewesen. Er hat sein Kommunikationschef ist dabei gewesen. Und er hat so seine Lautsprecher dabei gehabt und er so, ja, kannst du mal und so. Und dann hat er den Lautsprecher aufgestellt und er auf seinem Handy so Musik am Einstellen, Playlist. Tupac. Ist richtig nice. Ja, aber ja, jetzt zurück zu dir, Ramin. Sehr geil. Das ist auch noch das Ziel von euch, oder? Der Berset ist gerade. Hast du mich letztens gefragt, was wäre der Gast, den du am liebsten würdest einladen? Der ist jetzt schon da. Nein, aber ich glaube, egal wer, wir sind alle so individuell. Und
Jeder hat eine Geschichte. Mega, es geht ja wirklich um Storys. Solange es inspirierend ist, ist wirklich scheißegal. Und ich finde eben so die Storys von denen, die es am wenigsten erwartest, geil. Weißt du, wo du gar nicht würdest denken, oder ist ein geiler Sieg oder so, wo eigentlich der Überraschungseffekt da ist. Aber wir sind zurück bei dir. Dann hast du 4,5 Jahre lang das erfolgreich gemacht. Nur das. Ja. Und nachher, wie ist es ausgekommen von eurer Seite? Ihr habt SRF einen Korb gegeben, nicht gelesen? Nein, also. Wo hast du das gelesen? Ja, irgendwie, ja, sie haben nicht mehr weiter machen. Ja, also ich es ist... Die Seite noch offen im Fall. Ja, ich weiß halt nicht, wie es geschrieben war, aber... nein, wir haben einfach wirklich über die Jahre haben wir immer wieder halt einen Schritt weiterkommen und irgendwie nochmal ein bisschen mehr, Und dort, bevor wir gekündigt haben, das war im 2021, irgendwann im Winter, gewesen, wo wir dann einfach so für uns überlegt haben, der Robin und ich haben immer untereinander mega viel geredet, was wir genau wollen vom Leben und von dem ganzen Zeug, was wir machen. Und dort war für mich wirklich, ich wollte ins Schauspiel reinkommen. Und ich bin langsam so gegen die 30 auch gegangen. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber mit uns Menschen macht das irgendetwas. So 30 ist so die Barriere, wo man irgendwie so denkt, so, ui, was habe ich bis jetzt im Leben gemacht oder wo will ich noch hin? Und das war für mich wirklich immer so ein Schauspiel gewesen. Und ich habe gewusst, wenn ich weiter beim SRF oder bei 2 Morgen bin, dann werde ich noch mehr abgestempelt als der Social Media Internet Typ, der beim SRF arbeitet. Mega bewusst, aber. Ja. Und das ist für mich halt nicht gegangen, weil ich dann wieso gewusst habe, dass dann werde ich es nie schaffen auf die nächste Ebene. Weil man sieht immer wieder so auch in Filmen und Serien, dass jemand mal wo auf Social Media berühmt ist, eine kleine Nebenrolle bekommt, einfach weil man den Reach versucht zu holen und so. Aber es ist nie so, dass einer von denen auch in den USA gesehen, also weißt du, all die Leute, die Vine angefangen haben, so King Badge, Daystorm und all die haben es immer wieder versucht zu casten für Filme und Sachen, haben es gemacht. Aber man kennt die Leute so charakterlich von diesen Videos, dass es mega schwierig ist. Und das wollte ich nicht werden. Und das war so mein grösstes Ding, warum ich gekündigt habe dort. Aber es war nicht so, irgendwann, dass wir gesagt haben, hey, es ist fertig und tschüss. Okay, es ist schon ausgelaufen. Ja, wir haben lange mit dem Team auch darüber geredet, was Möglichkeiten wären und so. Und es war auch wichtig, dass wir nicht einfach abhauen, sondern eben dann noch eine letzte Staffel haben wir dann gemacht, noch 3 Monate, wo wir wirklich nochmal zusammengehockt sind. Ein paar Tage, wo wir uns aufgeschrieben haben, was wenn wir alles noch gemacht haben, bevor wir weg sind. Und dann sind wirklich geile Sachen rausgekommen. Und etwas, also die Motivation war noch da gewesen. Extrem, ja. Und cool. auch wirklich so jetzt, nach eineinhalb Jahren, etwa, wo ich weg bin, ich vermisse es extrem, weißt du? Es war richtig geil gewesen, in diesem Team zu arbeiten. Und eben, ich kenne es auch, in einem Team wachst du dann irgendwann so zusammen, dass du so den gleichen Humor hast und die Leute wissen ganz genau, was du genau kannst. Hey, bei diesem Video könnten wir noch ein bisschen auf das eingehen, weil weißt du, hast doch letzte Woche. Und das vermisse ich extrem und auch so die Idee auszuleben, weil ich weiss noch, irgendwie so am Wochenende frei gehabt, hast du etwas erlebt, kommst am Montag da und bringst es ins Brainstorming ein. Hey, wir könnten so und so, okay, es wird geschrieben, am Dienstag und Mittwoch wird gefilmt, dann wird sofort geschnitten und am Sonntag ist das Video da oben, weißt du? Und es ist so eine Kadenz, dass du, also wir sind wirklich pro Woche, sind wir 6-7 verschiedene Outputs am Uladen gewesen. Und das macht mit dem Selbstbewusstsein etwas. Das, also weißt du, du hast Energie ab dem und so. Freude an dem, was du machst. Extrem. Und die Leute sind da die ganze... Also weißt du, du siehst bei jedem Video, dass die Leute wieder schauen und uns umeinander schicken und kommentieren und so. Und du denkst einfach so, hey, ich bin etwas am Gestalten, wo ich den Leuten Freude machen kann. Und wo ich wie so etwas zurückbekomme, wo du nicht kannst kaufen oder so. Weißt? Es ist wirklich so, auch jetzt, wenn ihr da Feedback bekommt oder wenn ich euch sage, so, ey, hure geil, danke vielmals fürs Einladen, ich habe mich darauf gefreut und so. Es ist etwas, was du dir nicht kannst kaufen. Weißt? Ja. Das musst du dir erarbeiten. Ja. Du musst so mit den Leuten können richtig kommunizieren und du musst es können produzieren und dranbleiben und so. Und das vermisse ich extrem, dass wir das dort hatten. Weil jetzt im Schauspiel ist es natürlich anders. Du musst zuerst mal casten und dann bist dein Zeug am Vorbereiten, bist immer allein am Arbeiten, weil du halt deinen Brand wieder neu musst aufbauen es ist anders, es ist nicht schlechter, aber es ist anders. Ich würde sagen, so als Schauspieler, du hast ja nicht irgendwie eine Agency jetzt hinter dir, nehme ich an, du bist selbstständig und musst dir die Sachen wie selber auch suchen. Gehst du an Castings? Wie erfährst du erstmal von diesen Castings, wo die sind und wie bereitest du dich vor? Also
einerseits muss ich sagen, seit dem Lockdown und so ist es mega auch cool geworden, sage ich mal. Es hat schon ein paar Vorteile gehabt, der Lockdown, sage ich jetzt. Dass man E-Castings macht. Also man muss nicht, wenn man, ich weiß auch nicht, in England eine Rolle sieht, dass man jedes Mal dann muss auf England gehen, das Casting machen. Sondern mittlerweile fragen sie wirklich für alle oder fast alle Rollen zuerst mal ein E-Casting an, wo du selber zu Hause kannst aufnehmen. Und es ist auch jetzt wirklich so, hat sich eingegliedert, dass mit dem Handy aufnehmen und jetzt nicht perfektes Studio zu haben, völlig okay ist. Es hat natürlich verschiedene Plattformen, wo du dich kannst anmelden kannst, wo die Leute auf dich aufmerksam werden. Weißt du, wo du ganz genau kannst beschreiben, ich bin 1,75, ich habe schwarze Haare, ich bin athletisch gebaut, schreibe überall. Würdest du deine Haare rasieren, alles rasieren für eine Stelle, habe ich will sagen, für eine Rolle? Hey, das ist eine hohe gute Frage. Nein. Nein, ich weiß es nicht. Weißt du, wenn es jetzt eine hure geile Rolle ist, wo ich, keine Ahnung, vielleicht mal. Also ich sage jetzt einfach, ob ich einen Krebskranken müsste spielen, der eine mega tiefgründige Rolle ist, weißt du? Ja, klar. Tiefgründig aber, wieder da, ja, da haben wir es. Ja, voll. Einfach so etwas, wo du dich kannst so drei Brüllen, genau. aber. Nein, und ich, also weißt, ich habe mir auch nicht eine Liste gemacht, das Zeug mache ich nicht. Das ist wahrscheinlich immer so ein bisschen individuell. Ach, Gefühl, ja, voll. Ja. Und je nachdem, wie das Aufgebot ist und auch was voll. Lang und so. Ja, ja, zum Beispiel den Bart, den habe ich noch nie so lang gehabt. Und den habe ich jetzt eben auch für die Rolle, die ich auf... Für den Samichlaus? Schmutzli. Schmutzli. Nein, für die Rolle auf der Bühne habe ich jetzt auch den Bart auch so lang. Ah, der Minion. Ich habe dir ja letztes Mal gesehen, dass ich wie ein Minion aussehe. Ja, voll. Okay, da spiele ich einen verrückten Professor und Das ist halt schon noch geil, weißt du? Musst schon länger wachsen lassen? Also nein, jetzt haben wir noch 2 Auftritte und so bis dann lasse ich noch wachsen. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe mir jetzt schon überlegt, weißt du, einfach mal wachsen lassen. Vielleicht kann ich dann einfach mal machen, schauen, was passiert. Ja, es gibt ja auch Filme über Taliban und so. ja, viel aktuell. Ja, aber in dem Fall hast du eigentlich wirklich etwas losgelassen im Leben, das mega schön ist, damit du eigentlich wirklich Platz machst für Neues. Das ist absolut, wirklich der Inbegriff dafür. Weil ich finde, eben wie du auch sagst, viele Leute sind sich gar nicht bewusst, dass wenn sie an dem unbedingt festhalten, können sie gar nicht das andere bekommen oder sich öffnen dafür, weil sie ja die Hände gar nicht frei haben für anders, oder? Und du hast dort wirklich die Eier gehabt und gesagt, hey, es war mega schön, wenn es am schönsten ist und tschüss zusammen. Und jetzt hast du dich in die Schauspielwelt gewagt. Best Actor. In welchem Film war das? Wo kann man den Film schauen? Was war das für eine Rolle? Das war eben der Kurzfilm, den ich erzählt habe, den ich in Depressiv Gestörte gespielt habe. Aber der ist noch nicht. Hast du in dem Fall gut gespielt? In dem Fall, ja. Wirklich in dem Fall. Es ist meine erste Rolle. Ach, sogar? Ja, voll. Und ich habe wirklich so gedacht, hey, ja, keine Ahnung, es ist gerade eine ein bisschen schwere Rolle. Und auch als ich es gesehen habe, habe ich so gedacht, so, ja, okay, ist jetzt okay. Aber es war sehr geil, für das, irgendwie, das zu bekommen. Und einfach, dass die Leute, dass sich jemand das angeschaut hat und gedacht hat, hey, sehr geil dargestellt. Und als ich dann dort war, hat sie von der Jury eben auch nochmal mit mir geredet und sie hat irgendwie gesagt, hey, das hat mich emotional mega mitgenommen, weil ich jemanden kenne, der wirklich so ist und so. Und das sagt mir einfach, dass ich es irgendwie schon richtig dargestellt habe. Krass. Und außerdem eben die erste Rolle und ich komme da den fucking Best Actor. Gratuliere von Herzen für das. Das ist die Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist. Also weißt du, was ich meine? Absolut, ja. Ich habe es wirklich so richtig geil gefunden. Es war in Bellinzona, weißt du, jetzt nicht Oscars, aber mein Film war auch noch nicht, weißt du, so 20 Millionen Produktion. Ich habe mich wirklich geil gefühlt. Ich habe meine geilen Kleider mitgenommen. Geil. Auf Bellinzona. Erste Klasse konnte ich mir nicht leisten. Aber runtergefahren und dann weißt du, so, hörst du den Namen, laufst führen und Applaus. Ich lebe irgendwie für das. Ist geil, es ist so arrogant, wie es tönt, aber ich lebe für das. So überhaupt nicht. Dass ich so den Zuspruch bekomme. Und, ja. Was ist so in der Schweiz das Höchste, was man kann, ich sage jetzt mal, eine Auszeichnung bekommen im Schauspiel? Der Schweizer Filmpreis. Schweizer Filmpreis. Ja, voll. Voll. Aber Du bist dann nächstes Jahr dran, im 24. Nein, aber du bist ja international, oder du machst nur Schweizer Produktionen? Nein, ich mache alles, ja. Ich habe jetzt vor allem viele Castings für Deutschland gemacht. Der nächste Elias Mbarek ist für uns, Leute!
Weil das Ding ist halt auch, die Schweiz ist Szenen noch nicht so gross. Es ist hure am kommen, es ist hure geil, weil eben gerade so mit dem Netflix-Gesetz, wo es glaube 3 oder 5% von der Einnahmen wieder zurück in die Produktionen von der Schweiz stecken. Das ist mega cool. Die Rolle, die ich nächstes Jahr habe, ist auch, wird auch auf Netflix dann sein. Ah ja? Es ist ja eine Episodenrolle, aber es ist, oder es ist eine Schweizer Produktion, die mit Netflix zusammenarbeitet. Geil. So krass, ich habe mal gesehen, was man muss liefern muss, um eine Netflix-Produktion in der Schweiz machen. Oder allgemein, was Netflix sagt, was du musst haben. Aber schwere krass, wir haben das Schweizer. Aber ich feiere so Sachen. Weißt du, die technischen Sachen, die du alles musst haben. Die speziellen Kameras, das überhaupt erscheinen drehen. Aber wir haben letzte Woche den Michel Fornasi bei uns gehabt. Er ist Buch-Comic-Autor. Und er hat ein Handicap, er ist ohne Hand auf die Welt gekommen. Ja, ich kenne ihn, wir haben geschrieben. Genau, und er hat gesagt, Netflix hat seine Geschichte nicht angenommen, weil sie gewaltfrei ist. Ah, okay. Das ist schwere krass, Mann. Okay, okay. Weil sie eben dementsprechend sind auch die Anforderungen von, es muss irgendeine so eine Art Spannungsbogen drin. Wahrscheinlich kommt es mega darauf an, was für ein Genre du hast, oder? Ah, oh, vielleicht Comic. Comic und dann brauchst du nicht das. Okay. Es gibt ja auch romantische Sachen, dort hast du vielleicht keine, dann musst du keine Action. Ja, das stimmt. Aber gut, jetzt habe ich noch eine Frage, bevor wir eigentlich nachher die Frage ja, das ist dann das andere. was mir eben mega ein grosses Anliegen ist, du bist ja auch, eben, du machst ein bisschen so Aufklärungsarbeit. Ich weiss jetzt nicht, ist das etwas, was du noch weiterhin machst oder ist das für ein Projekt gewesen im Bereich erstens mal eben bewusst kreieren auf Social Media, was man zeigt, wie man es zeigt. Dort bist du so ein bisschen. Du hast von Conscious Influencer. Genau, aber dann habe ich noch etwas gelesen wegen psychischer, mentaler Gesundheit. Was machst du so ein bisschen in diesem Bereich? Ist das also, diesen Bereich habe ich auch angefangen, seitdem ich eigentlich Social Media mache. Wir haben, weißt du, so früher schon eigentlich gesagt, als wir Unigag angefangen haben, haben wir gesagt, hey, wir wollen da eigentlich keine Werbung machen in dem Sinn. Hat sich nachher geändert irgendwann, weil die Angebote kommen immer mehr. Aber am Anfang haben wir das gesagt, aber wir wollten immer so ein bisschen in die Richtung etwas machen und helfen. Und jetzt, nachdem ich selbstständig geworden bin, habe ich gerade eine super Anfrage bekommen von Pro Juventute, wo ich mit ihnen zusammen ein Konzept ausgearbeitet habe, wo eben darum geht, dass dort natürlich mentale Gesundheit, aber vor allem so das Männerbild von Sekundos gerade mal, wo mega so dargestellt wird, als müsstest du der absolut härteste Stein auf der Welt sein, weil sonst bist du kein Mann. Und dort hatte ich mega coole Gespräche gehabt mit Leuten, weißt du, mit dem EAZ, wo sich mega hat können öffnen, Tauland, der Tyronimo, wo sich auch mega hat können öffnen. Jetzt habe ich, glaube als nächstes nächste Woche habe ich mit dem Bendrit nochmal ein Gespräch. Und dort würde mich auch mega interessieren. Weißt du, weil ihn kennt man als der Comedian, der das angefangen hat. Aber in dieser Zeit ist so viel Scheiß wahrscheinlich passiert, wo er gedacht hat, das kann ich doch nicht auf Social Media jetzt preisgeben, weil sonst habe ich das Bild von dem sympathischen Comedian nicht mehr oder von dem Mann, albanischen Mann nicht mehr. Das finde ich mega cool, um das einfach zu machen. Weil, ja, ich bin nie der gsi, wo so mega der krasse und coole hat müssen darstellen, weil ich von Anfang an bin ich so irgendwie ein klasse Clown gsi und bin, also weißt, natürlich mal im Ausgang haben wir alle so da, als wären wir krass, aber ich habe immer schon ein bisschen damit können umgehen, dass ich kann sagen so, hey ja, ich, also weißt so, der Bollywood-Film hat mich jetzt hure mitgenommen und der Shah Rukh Khan hat mich schon ein paar Mal zum Brüllen gebracht, das gebe ich auch gerne so. Darum finde ich es mega cool, dass ich so etwas mitmachen kann, weil eben Pro Juventute macht mega viel in die Richtung. Und ich bin mal bei ihnen im Büro gewesen und wir haben wirklich so aus dem Gespräch ist das irgendwie entstanden dass wir das jetzt zusammen machen können, ist extrem cool. Mega cool. Das andere Conscious Influence Hub ist eine super Kollegin von mir, die Anja Lapschewitsch, die das macht. Mega wichtig. Und absolut, ich finde es extrem wichtig und vor allem, dass es jemanden gibt, der sich für das einsetzt. Mhm. Weißt? Weil es redet immer alle davon, so man sollte, aber es macht es niemand. Und dass sie es jetzt macht, finde ich eigentlich mega cool. Und man kann sich dort auch gratis anmelden, dann ist man irgendwie Mitglied beim Conscious Influence Hub.
und kommt dann wie an die Einladung auch für die Events über, wo man mitgestalten und mitformen kann. Weißt du, wie es auch so Social Media in der Schweiz sich soll verändern soll? Das finde ich extrem wichtige Arbeit. Weil es ist eben etwas, Social Media ist gekommen, niemand weiß, wie damit umgeht. Sprich, ich meine, wir kennen keine Langzeitstudien oder nichts. Es ist einfach da, wir nutzen es, was für Folgen wird für unsere Kinder. Oder eben, es sind alles so Sachen, die gar niemand so ein bisschen weiss. Es gibt keine Richtlinien, ausser ja, gewisse Hassreden, bla bla. Aber es ist schon spannend. Ich meine, es ist eine ganze Industrie. Wir sind ja am Swiss Influencer Awards und dort haben wir auch so geredet. Ich meine, das ist etwas Neues, mehr oder weniger. Aber es wird bleiben und es ist da. Man kann es verherrlichen, dumm finden, was weiß ich. Aber Fakt ist, es ist eine Industrie, Mann. Es wird Geld gemacht. Ja. Und es sind Leute, die es anschauen, die man influenced, die man inspiriert oder eben beeinflussen tut. Und, ja, spannend, spannend, was da ja alles zu machen ist. Oder, ja. Ja, und der Tenor wird halt immer grösser oder höher. Ich weiß nicht, wie man das genau sagt. Ja. Aber ja. Oder die Stimmen werden immer lauter, dass ja, Influencer und die machen dir nur Geld mit dem und so. Aber es ist schlussendlich ein Job, weißt du? Und wenn du angestellt bist irgendwo, bist du auch Sachen machen, die nicht, weißt du, deine persönliche Meinung sind, sondern du bist ein Angestellter, der das muss machen, was dir von oben weitergegeben wird. Und ich finde einfach so, weil es das eben gibt oder weil die Leute das als Job haben, müsste es aber gleich auch wie bei einem normalen Arbeitgeber halt die Regeln geben und was kann man und was kann man nicht, was sollte man und was sollte man nicht. Weil der Druck ist halt extrem hoch auf Social Media. Also nur schon, wenn ich sehe, von Kollegen von mir, weißt, sehe ich nur, ah, da ist mal ein Shooting in Südafrika und jetzt ist er in der Ferien in Hawaii und bla. Und ich sehe nur das, obwohl es meine Kollegen sind und denke so, pff, läuft, oder? Und dann redest du mal mit ihnen persönlich, aber es sind ganz andere Struggles. Ja. Und dann so, ja, ist jetzt geil gewesen, dass ich 2 Wochen in der Ferien war, aber in dieser Zeit habe ich nichts verdient. Und das ist halt ein bisschen so das, was Social Media, finde ich, als Schwierigkeit hat. Dass, die Scheinwelt. Genau. Dass man sich so einen Druck setzt, so, boah, alle sind irgendwie das und das am machen. Hey, im Sommer ist extrem. Ich meine, diesen Sommer bin ich wirklich so im Vergleich viel in der Ferien gewesen. Ich bin 2x1,5 Woche weg gewesen. Aber was ich alles gesehen habe, was andere Leute gemacht haben, habe ich überall gedacht, so, hey. Ja, aber eben jeder zeigt, was er hat, niemand zeigt, was ihm fehlt. Ja, das ist genau, ein Fakt. Genau. Aber gut, hast du noch irgendwelche Fragen? Ich hätte noch, glaube ich, 1000 Fragen, aber ich glaube, wir müssen langsam zu unserer Frage kommen. Und zwar, wir haben ein kleines Konzept, und zwar jeder Gast darf am nächsten Gast eine Frage stellen. Das heisst, du hast auch eine Frage bekommen vom vorherigen Gast. Hat er gewusst, dass ich es bin? Nein. Und du weißt auch nicht, wer der nächste ist. Okay. Genau. Und da du nicht, wir wollen dich nicht beeinflussen mit deiner Frage, darfst du zuerst eine Frage am nächsten Gast stellen. Einfach so, was aufgehoppt. Lustig. Ja, ich muss mir so ein bisschen vorstellen, wer euer nächster Gast könnte sein, was ich gerne nicht wissen. Nicht viel danke. Nicht viel danke. Mehr aus dem Gefühl. Einfach aus dem Gefühl. Ja. Frage rein da. Ich will, also meine Frage wäre, wie viele aktive Entscheidungen triffst du pro Tag? Bewusste. Bewusste Entscheidungen. Mega gut, weil wir wissen ja, wer der nächste Gast ist. Wir wissen ja, wer der nächste Gast ist und ich glaube, das sind relativ viele. Super, von dem her sehr, sehr gute wie Frage. Danke. Hey, ich treffe wirklich so, glaube fast keine. Also bist du eher unbewusst einfach mit dem Flow oder bist du einer, der wirklich. Nein, ich bin eher wirklich so bewusst am Geniessen, sagen wir es so. Also weißt du, dass ich etwas, wo gerade passiert, dass ich das gerade so annehme. Weil ich habe so wie gemerkt, in der Selbstständigkeit hast du mega so Höhen und Tiefen. Und wenn du in einem Tief bist, bist du nur daran denken, so, oh fuck, wann kommt das Nächste oder wann bla 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 bla. Und sobald du mal im Hoch bist, weißt du, so in der Zeit, wo du viel zu hast, denkst, oh, wieso habe ich jetzt nicht die 2 Wochen, die ich nichts hatte, ein bisschen mehr genossen. Und jetzt mittlerweile kann ich es wirklich so, ja, wenn ich nichts zu tun habe, dann bin ich so am Geniessen. Dann ich schaue mal ein bisschen raus. Ist spannend, weil eine Serie, die ich schon lange nicht mehr geschaut habe. Ein Gast, den wir hatten, unter anderem ein guter Kollege, hat gesagt, es gibt in der Selbstständigkeit oder auch in einem Unternehmen gegründet, gibt es 2 Phasen. Voll. Euphorie oder Panik. Ja. Also entweder bist du so, wow, der Auftrag, yes, endlich ist er gekommen, oder fuck, ich brauche Geld, ich muss etwas zahlen. Yeah. Die 2. Yeah. Und das ist Achterbahn. Das ist Achterbahn. Yeah. Ich glaube, das gehört so, so fest dazu. Ist das so dein grösstes Learning jetzt aus deinen 1,5 Jahren Selbstständigkeit? Ja, voll.
Ja, die Geduld und das Vertrauen in einen selber zu haben, dass das Nächste kommt. Weil am Anfang, hey, ich war so krass mit mir selber am Kämpfen gewesen, am Anfang. Sicher, wirklich so alle Wochen wieder so einen Moment gehabt, wo ich so auf dem Balkon gehockt bin und so wirklich so mich selber so, hey, was hast du gemacht? Du hast einen fucking SRF-Job, hast du gekündigt. Zum was? Schauspieler sein? Bravo. Und jetzt, was machst du? Komm. Wo spielst du auf dem Balkon? Ja. Spiel jetzt auf dem Balkon, wirklich. Den Mutigen gehört die Welt. Glaub mir, Amix macht es wie keinen Sinn, eben wenn du Fakten anschaust. Yeah. Nonsens. Schon nur von Arzt zu SRF und jetzt. Aber es fühlt sich richtig an. Ich glaube, dem Gefühl müssen wir unbedingt folgen. Ja, voll. Weil das ist so wertvoll. Schlussendlich, das habe ich letztes Mal gesagt, das ist meine grösste Erkenntnis so aus dieser Zeit, jetzt die letzte. Am Schluss geht es ja immer nur ums Gefühl. Es geht nur ums Gefühl, es geht nicht um. Eben, oder auch wenn wir etwas Materialistisches haben, was haben wir für ein Gefühl dabei? Egal was wir machen, es geht ja immer ums Gefühl. Eigentlich müssten wir nur schauen, dass wir einfach immer bei dem guten Gefühl bleiben oder versuchen, einfach auf das Gefühl zu kommen. Wie wir das machen, wo, es spielt gar keine Rolle. Es geht einfach nur, dass das Gefühl gut ist. Weißt du, was ich meine? Ja, es ist eben ein bisschen einfacher gesagt als eben gemacht. Das ist weißt, negative Gefühle sind immer stärker und du musst halt einfach so stark sein, dass du das wieder kannst ausgleichen irgendwie. Weil, also ich habe es vorher erwähnt, weißt, so, wenn du 100 gute Feedbacks bekommst, kann ein schlechtes Feedback alles zerstören. Und du denkst dann einfach für dich so, ah fuck, wieso, ah und wieso findet der es jetzt nicht gut? Und einfach die 100 guten, die dich jetzt in den Himmel gelobt haben, lass einfach links liegen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eben so die Schwierigkeit von immer wieder aufs gute Gefühl kommen. Es ist ein Training schlussendlich, ich glaube mir. Es ist eine Gewohnheit, eine Denkgewohnheit, eine Gefühlgewohnheit. Weil eben, du hast jetzt ein Beispiel gebracht, wo du sagst, eins schlecht, 99 gut. Auf was fokussierst du dich? Weißt? Und ich glaube, wenn wir unser Glas so fest füllen, mit Selbstwert und allem möglichen, dann könnt auch 80 kommen. Nein, ich weiß jetzt nicht, ob 80 kommen. Mal, die Challenge im Jahr. Nein, Spaß. Aber gut, jetzt die Frage für dich. Ich glaube, ich kenne seine Antwort schon. Okay. Die Frage, die du bekommen hast, wer ist dein Lieblings-Superheld? Ah, okay. Oh, Scheiße. mein Lieblings-Superheld ist. Trommelwirbel. Hey, also das Ding ist, ich sehe es halt nur aus einer schauspielerischen Perspektive, was am geilsten wäre zum Spielen, und das wäre Spider-Man, weil er sehr viel halt aus seinem eigenen Körper macht. Weißt? Aber rein zum so schauen, ist der Iron Man mein Lieblings-Superheld. Aber zum Spielen ist halt viel so einfach so das Gesicht, weil alles rundum ist eh CGI und es wird so im Nachhinein gemacht. Aber Spider-Man zum Spielen wäre sehr geil, weil ich komme auch so ein bisschen aus einer Turnvergangenheit. Ich war mega lange im Turnverein und das habe ich immer hure geil gefunden. Und das Zeug, ja, voll. Und wieso der Iron Man? Der Iron Man ist einfach die Rolle hure geil. Weißt, es ist so der coole, gescheite, reiche Player, weißt, wo eigentlich alles hat. Und er ist noch der Leader, weißt, von den Avengers und so. Ja, aber zum Spielen fände ich. Fände ich Spider-Man geil, ja. Als Kind, wo du diese Perspektiven jetzt noch nicht hast, hast du auch schon Lieblings-Superhelden gehabt? Ja, als Kind war es einfach Superman, aber ich war voll nicht so drin, weißt du, dass ich jetzt Leute kennt habe. Ich vergesse. Also Son Goku eigentlich, aber der, ich weiß nicht, ob man den als Superheld sehen kann. Ich hätte gemeint, du seist dein Vater. Aha! Ja. Nein, ich bin glaube noch nicht so PR trainiert, dass ich das so Antworten drauf habe. Nein, cool. Aber ja, wenn mich irgendwann so mit der Oscar-Rede hörst, dann sage ich das wahrscheinlich schon. Und dann nehmen wir den auch so, aber ich sage jetzt Spider-Man. Ja, Ramin. Extra Matzünder bei meinem Papi so. Aber schau, hey, dort hat er Spider-Man. Wir sehen uns in dem Fall allerspätestens bei deiner Filmpremiere, wo du deinen eigenen Film die Rolle spielst, aber ich hoffe nicht, dass wir so lange warten müssen, um dich wieder zu sehen. Nein, hoffe ich auch nicht. Es ist mega. Nein, es ist mega inspirierend. Mega, danke viel, vielmals, dass du da warst. Danke euch. Ja. So eben der Background, oder? Wir sehen, die Leute machen sich ein Bild und dahinter steckt noch so viel mehr. Danke für den Einblick. Ja, danke vielmals. Und es ist ein angenehmes Ambiente da mit euch. Cool. Danke vielmals. Danke.
Schön. Von uns hören wir es gern. Ja? Ja. Von uns hören wir es gern. Danke vielmals. Sehr gerne. Wie gesagt, nochmal, schön bist du da, sehr inspirierend, sehr, sehr cool sie mit dir reden. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Los, das ist deine Kamera dort. Ich muss sagen, ja. Das ist deine Kamera. Ja, da kann ich den Knopf aufmachen. Gibt es irgendetwas, was du noch möchtest sagen? Wie kann man dich unterstützen? Wo kann man dich sehen? Wo kann man deine Filme schauen? Wie kann man für dich da sein? Hey, für mich da sein, einfach indem wir das machen, was ihr wollt. Ich glaube, dann sind die Leute am glücklichsten. Aber im Moment bin ich auf der Bühne, ich bin in Serie. Ich bin mich selber noch ein bisschen am Finden, ehrlich gesagt, was ich genau will machen und was so die nächsten grossen Dinger sind. Hey, unterstützen kann man mich eigentlich glaub, gar nicht im Moment. Weil ja, ich bin irgendwo so ein bisschen dazwischen, ich bin am Suchen und sobald aber etwas draussen ist, wäre das natürlich auf meiner Instagram-Seite gesehen. Und sonst ist er wieder mal zu Gast bei uns. Irgendwann. Unbedingt, mal. Ja. Absolut. Und wenn du wieder mal auf dem Balkon bist und du fragst, wieso habe ich das gemacht, dann schaust du den Podcast an. Jawohl. Absolut, absolut. Nein, hey, vielen lieben Dank. Danke euch. Ja, und danke auch euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt, bei «Du entscheidest», deinem Podcast für Erfolg, Business und persönliche Weiterentwicklung. Heute mit dem Ramin. Schön, dass du da warst. Danke vielmals. Ich konnte den Nachnamen nicht aussprechen und darum habe ich ihn gar nie erwähnt. Ja, das ist auch noch ein grosses Ziel von mir. Es so berühmt zu werden, dass die Leute meinen Nachnamen ganz einfach... Wie sagen wir denn Yusuf Zay. Yusufzai. Ja. Yusufzai. Kennen Sie zum Beispiel die Malala Yusufzai? Ja. Ich habe noch gedacht, weil ich das Buch von ihrem Vater auch noch gelesen. Wir sind vom gleichen Clan. Also kennst du sie, oder? Nein. Malala. Und yeah. Sorry, Malala. Malala, ja. Ja, andere Geschichte. Heute mit dem Ramin Yusufzai. Sehr schön, bist du da. Danke vielmals. Alles Gute. Ciao zusammen. Peace. Hey, sehr, sehr.